to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. I'm gonna tell you right now, cause hallo, Glück auf und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer sagenumwobenen, wir wissen selber nicht wohin Tour. Entschuldigung. Überraschungstour. Überraschungstour, genau. Surprise, ja. Surprise. Ja, Mahlzeit. Wir sind weitergefahren zum Brombachsee. Genau, Badehalbinsel, kleiner Brombachsee in Ansbach? Absbeck? Absberg. Absberg. Wenn ich dich nicht hätte. Ja, da hättest du eine andere. Richtig. Ja, wenn du oh, das ist gut. Gut. Werden wir sehen. Brombachsee. Ja. Was wir bis jetzt gesehen haben, sehr schön. Ein riesiger Stellplatz hier. Jo. Über 150 Stellplätze. Also, wir waren ja noch nie hier gewesen. Nee. Aber, Also, im Sommer muss hier der Teufel los sein. Ja, definitiv. Also, das, wenn man so reinkommt, mehr sieht man schon, da ist ja Surfschule und da sind ja am Anfang auch erstmal sofort die ganzen Parkplätze für die Tagesgäste. Tagesgäste für den See, ne, und diese Slipperbahn und die, ja, was, was die da alle haben. Kanuverleih und ja, Wakeboard, ja, und Subs, ja, und ja, alles. Nee, das ist schon riesengroß hier. Und ja, dann haben wir zwei Entsorgungsstellen, Fähr- und Entsorgungsstellen. Ja. Dann ein sehr schönes Waschhaus, also so ein Sanitärhaus. Sanitärhaus. Ganz normales Sanitärhaus mit, genau, Duschen und WCs. Genau. Die Duschen kosten 1 Euro 5 Minuten. Ist aber ausreichend. Der Platz kann man tagsüber benutzen. Von 8 bis 18 Uhr kostet er 5 Euro. Oder wenn man nur nachts steht, von 18 Uhr bis 10 Uhr, dann kostet es 10 Euro. Oder man nimmt das Kombi-Ticket, sprich 24 Stunden, das heißt eigentlich dann tagsüber und bis nächsten Tag 10 Uhr, also bis 10 Uhr muss man dann runterfahren, kostet es 13,50 Euro plus 2 Euro pro Person. Das heißt, es sind 15,50 Euro, wenn ich jetzt richtig liege. Gerade mal so kurz am Überlegen, ja. Am Überlegen dran. Ja. Genau, 15,50 Euro. Genau. Zahlbar kann man am Automaten. Auch mit Karte. Mit Karte, Bar. Oder Cash. Cash. So, oder Heike und Jürgen, die waren ja am Anfang, die haben am Anfang bezahlt, ne? Ja. Da saß ja dann
jemand bei der Einfahrt und hat sofort da kassiert. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Wir haben am Automaten bezahlt. Wir konnten durchfahren, da saß keiner. Genau, da saß keiner. Ist auch keine Schranke oder sowas, alles gut. Nee, ja, wir haben oder wir treffen uns hier mit Heike und Jürgen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal mit im Video hatten. In Freehorst. Freehorst habe ich, glaube ich, kein Video gemacht. Auch gut. Glaube ich, egal. Auf jeden Fall, wir treffen uns auch hier mit zwei lieben, netten Menschen und werden dann auch noch mal mit denen ja, gleich noch mal eine Radtour machen. Und da nehmen wir euch natürlich immer mit. Genau. Ne? So, einmal um den See rum und so. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was passiert. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel, denke ich. Wir haben vorhin schon, ich weiß auch jetzt nicht, was gerade los ist, aber in, wie hieß der andere Platz? Wiensbach? Eschenbach? Wolframs-Eschenbach. In Wolframs-Eschenbach wurden wir ja schon angesprochen, Follower von uns. Hier gerade eben auch direkt gegenüber angesprochen. In diesem Sinne, schönen Gruß, Sonja und Bernd. Ja, Brigitte. Ja, Sonja weiß Bescheid. Ja. Auch total nett Menschen und toll. Und bei der Gelegenheit können wir gerne nochmal sagen, falls ihr uns irgendwo seht oder findet oder was weiß ich, ansprechen geht immer. Ihr dürft uns gerne ansprechen. Gar kein Problem. Im Zweifelsfalle machen wir keine Videos, weil wir labern dann. Ja. Nein, alles gut, alles schön. Ja, wir werden jetzt gleich eine kleine Tour machen. Station ist Regensburg, beziehungsweise der Stellplatz ist in Donaustauf. Und da haben wir so ein bisschen was vor mit Regensburg besuchen, Walhalla. Und Walhalla besuchen und schauen wir mal, was da kommt. Genau. Und ob wir einen Platz finden, weil der soll nicht groß sein, der Platz in Donaustauf. Der ist, glaube ich, nur für 10 Plätze. Und ich habe die Befürchtung, wenn wir da ankommen, dass der voll ist.
Wir werden es sehen, wir werden berichten. Zum Brombachsee. Hier gibt es WLAN kostenlos. Was ich bis jetzt so gesehen habe, auch zügig. Also ist zu gebrauchen. Hatten wir auch in Wolframs Eschenbach. Genau. Und Strom kostet 50 Cent Kilowattstunde. 1 kW, genau. Gut, ja, wenn wir uns nicht mehr sehen sollten oder wenn wir uns nicht mehr melden, dann sagen wir schon mal schönen Dank, dass ihr schon mal bis dahin dabei wart. Wir sehen uns dann ja spätestens in Regensburg. Mhm. Ne? Mhm. Oder? So sieht's aus. Wunderbar. Also, bis später, ne? Bis später. Ciao. Ciao.